Bitte schaut euch das ganze Video an. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Like und Abo nicht vergessen. Danke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch 10 Tipps und Tricks für Anfänger in Minecraft. Und ab dann wusste ich mache alles in Minecraft zu Palut. So Leute, ich bin über ein Video gestolpert, dessen Name sehr, sehr vielversprechend klingt, und zwar Minecraft. Aber alle Sounds sind Paluten. Das Video ist von Tordi YouTube. Es gibt auch direkt einen zweiten Teil. Da bin ich sehr gespannt. Von Tordi. Leute, das Video ist von Tordi. Schau vorbei. Als ich durch TikTok durchgescrollt bin, da sehe ich die ganze Zeit diese Fragen und Antworten. Und ich habe mir gedacht, lass doch mal sowas auch machen. Der hört sich an wie Bassi GAG. Das liegt vielleicht daran, dass ich sein Sohn bin. Tordi ist überhaupt nicht lustig, Real Talk. Es ist übernervig. Alle Kinderwitze, aber sie werden immer kritischer. Wann kommt endlich dein Gesicht? Also wenn ich auf meinem YouTube-Kanal Tordi 100.000 Abonnenten habe, dann meinetwegen. Also so ein richtiges Big Baba Boo Boo Face Reel mache ich erst, wenn ich wirklich 100.000 Abonnenten auf meinem Haupt habe. Ab 100.000 Abonnenten auf diesem Kanal her werde ich mich zeigen. Freunde? Oh, hui. Oh. Okay, jetzt ganz langsam. Oh, man sieht schon mal meine Hose. Ja. Das. Ach du Scheiße, Freunde. Scheiße, Mann. Es ist echt ungewohnt, Leute. Es ist verdammt ungewohnt. Jetzt stehe ich hier. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber es ist richtig. Es ist richtig weird gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Ich halte hier mein Mikrofon, by the way, in der Hand. Normalerweise hat es so eine riesige, so noch eine Aufstellung und so weiter. Ich habe das jetzt einfach alles abgekurbelt und halte es jetzt in der Hand und renne jetzt damit rum. Alter, es ist so unglaublich weird. Aber was ich euch noch zeigen kann... Oh, Alter, Leute, aber was ich euch noch zeigen kann... Warte, ich habe sogar extra, nur für die kurze Sequenz jetzt, so einen Zeigestab. Den gibt's in Schulen immer. Alter, damit kann man richtig gut Leute schlagen. Was? Sieht man das? Das ist einfach Teddy. Brauche ich den zum Einschlafen? Nein. Habe ich ihn? Oder der liegt irgendwo immer im Bett oder unterm Bett eigentlich. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich's trotzdem gekauft? Ja. Bereue ich das? Nö. So, schaut mal, Freunde. Hintergrund, einmal Play-Button, ne? Muss man dazu sagen. Ja, das ist meine Lampe. Aber die ist ultra trash. Also ich will jetzt nichts gegen Ikea, ne? Aber was die mir da angeboten haben für 70 Euro oder so, die fällt fast um. Hier eine Plastikpflanze. Warum habe ich eine Plastikpflanze? Weiß ich auch nicht ganz. Ich glaube, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Ich habe es geschafft, einen Kaktus so wenig zu wässern, dass er einfach eingegangen ist. Und das muss man mir erstmal nachmachen. So, ein zweiter Play-Button hier. Normalerweise ist das eine Lampe hier. Und darauf habe ich jetzt einfach einen Play-Button getan. Hier und... By the way, ne, ich schlafe gerade hier. Das ist ein einziger Skandal. Weil normalerweise schlafe ich eigentlich in einem anderen Raum. Das ist mein Arbeitszimmer. Aber meine Schwester hat mich einfach aus meinem Zimmer verjagt. Jetzt muss ich hier schlafen. Ja, wow. Jetzt schlafe ich gerade einfach im Hintergrund. Generell, das ganze Zimmer ist komplett kaputt. Seitdem ich das zu meinem Arbeitszimmer gemacht habe, ist hier nur noch Dreck. Hallo. Ich will mich einfach nicht zeigen, ne? Ich habe richtig Angst. Oh, ich habe hier einfach eine Fortnite-Spitzhacke. Was? Junge, ist die mächtig. Das ist eine Eisenspitzhacke. Junge, damit kannst du einfach Diamanten abbauen. Das ist eine echte, ne? Bruder, die ist so, die wiegt richtig viel. 20 Kilo oder so. So, und eine Eisenspitzhacke wiegt doch locker eine Tonne. Warum habe ich die in meinem Zimmer? Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie einfach in mein Zimmer genommen. Die war in meinem Keller und ich habe gedacht, das nehme ich einfach mit. Oh. Junge, das ist echt nicht einfach. Jetzt habe ich eine Eisenspitzhacke in meinem Face-Reel drin. Perfekt. Ey, by the way, wer sich fragt, was das für ein schwarzer Haufen ist, das sind 400 solche Schallschutzwände, die ich bestellt habe. 400? Die sollten eigentlich alle an die Wand kommen, aber ich kann das nicht an die Wand tun, weil diese Klebestreifen die Wand abreißen, wenn ich die Klebestreifen daran pappe. Wer macht sowas? Sprachenlernen Bubble. Jetzt habe ich einfach 400 solche Schallschutzwände in meinem Hintergrund. Perfekt, Digga. Der Profi, Digga. Der Profi. Ja, okay, Freunde, ich muss mich gleich zeigen, ne? Ich muss mich wirklich zeigen. Scheiße, nein, ich hab Angst. Oh, das war ein Fußrudel, ne? Füße geben uns so viel. Aber was geben wir ihnen? Ein Nussbaum in Barcelona. Was? Ja, keine Ahnung. Ihr habt ja den ersten Abspann so gesehen. Ich bedanke mich bei Paluten, dass er irgendwie 6-mal auf meine Videos damals reagiert hat. Von 11 Abonnenten damals. Jetzt bin ich bei 360.000, Junge, so krass. Danke dir, Paluten. Und Basti GAG, ne? Also, nochmal sorry, ne? Also, das war Ausrutscher damals. Ich war jung, dumm und lass es einfach vergessen. Bitte. Bevor ich mich jetzt noch zeige, ich bin ab jetzt
fast jeden Tag, eigentlich jeden Tag, für 5-6 Stunden jeden Tag mit Facecam live auf Twitch. PortyTV steht in der Beschreibung, direkt erster Link. Ey, bitte schaut da vorbei, ich habe mir eine Kamera für 3000 Euro gekauft. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich richtig... Dann ist... Nee, Bruder, das wäre nicht so geil. Das wäre richtig scheiße. Jeden Tag 5 Stunden live auf Twitch, TortyTV. Bitte schaut vorbei, Jungs. Okay, ich zieh's jetzt durch, Freunde. 3, 2, 1. Hallo, Freunde. Oh, Freunde. Schwierig, Alter. Bruder. Ja, Freunde. Oh mein Gott. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass ich immer in die Kamera schaue, ne? Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, bleiben wir ernst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe sogar ein Skript. Ich habe ein Skript, hä? Ich verstehe es nicht. Warum schwitze ich? Das fragt ihr euch bestimmt. Hier sind zwei Sonnen, die gerade auf mich zuscheinen. Also, es ist echt warm und echt hell so. Es ist so weird, Junge. Ich muss erstens lernen, immer in die Kamera zu sprechen und nicht auf mein Gesicht, wo ich halt hinschaue, ne? Ich kann auch schlau aussehen. Sehe ich hässlich aus mit der Brille. Irgendwie, die Brille weiß ich nicht, oder? Was ich dazu sagen soll. Ihr fragt euch bestimmt jetzt alle, warum macht ihr jetzt Face Reveal? Digga, sein Gesicht will eh niemand sehen. Aber, Freunde, was wird kommen? Grundsätzlich habe ich ja schon angedeutet, ne, ich werde immer Twitch-Streams machen. Ich werde jetzt ab jetzt immer täglich 5 Stunden, 6 Stunden Twitch streamen. Das wird auf jeden Fall Content. Ich streame jetzt, by the way, auf einem neuen Account. Meinen alten Account habe ich heute gelöscht. Außersehen. Ah, Digga. Das kannst du ja halt einfach nicht ausdenken, ne? TortyTV auf Twitch gibt halt jetzt zwei Accounts. Der eine ist falsch, der eine ist richtig. Ich verlinke euch den Account unten in der Videobeschreibung, damit das okay ist. Das wollte ich schon immer mal machen. Was wird jetzt passieren bei mir, bei euch? Also, erstens, wenn ihr mich irgendwo auf der Straße seht, dann nehmt euch einen Stein und wirft nach mir. Nein, bitte, bitte nicht. Wenn ihr mich seht auf der Straße und ihr wollt mich ansprechen, dann kommt zu mir. Aber ich kann euch nicht, also ich werde nicht dauernd so glücklich durch die Straßen laufen, sondern eher so. Also sprecht mich an, falls ihr mich ansprechen wollt. Ich wurde erst einmal angesprochen wegen meiner Stimme. Falls ihr ein Foto oder so habt. Zur Gamescom komme ich auch. Falls mich da Leute treffen, auch perfekt, Jungs. Es ist wirklich noch immer so weird, dass ich immer in so eine Linse schauen muss. Es ist unglaublich, weil normalerweise saß ich hier immer so. Alle Kinderwitze bis Abel. Ich sehe aus wie so ein Fluglotse. Ja, du kannst jetzt landen, ne? Ich wollte es nur sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf Twitch, wenn ich vorbeikommt. Richtig ehrenlos. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr mich erwartet habt, also ob ich euren Erwartungen erfüllt habt oder nicht. Und kommt auf jeden Fall bei Twitch vorbei.